In der Nachspielzeit hätte das Bitburger Rheinland-Pokalfinale zwischen dem TuS Immendorf und dem FC Rot-Weiß Koblenz fast noch eine Wende erfahren. Der Bezirksligameister aus dem Koblenzer Stadtteil Immendorf hatte vor 2832 Zuschauern die Chance, den 0:1 Rückstand zu egalisieren und eine Verlängerung zu erzwingen. Doch es sollte nicht sein und so konnte der Favorit letztlich den Pokal in Empfang nehmen. Die Jungs waren sehr konzentriert, sehr engagiert, sehr respektvoll auch mit dem Gegner. Also da keiner im Kopf schon vorher das Spiel gewonnen. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und wir haben uns das Spiel heute genauso wie ein Meisterschaftsspiel vorbereitet. Und deswegen freue ich mich, dass wir dann auch hinten raus als Sieger vom Platz gegangen sind. Das Tor des Tages fiel in der 50. Spielminute. Thilo Töpken finalisierte. Der Mann, der im letzten Saisonspiel 3 Tore für Rot-Weiß erzielte, war auch im Pokalfinale erfolgreich. Das letzte Tor für Töpken, der nach Rödinghausen in die Regionalliga West wechselt. In der ersten Halbzeit war der Regionalliga-Absteiger das bessere Team, konnte aber seine Chancen nicht nutzen. Immendorf verteidigte mit Glück und Geschick. Die Mannschaft von Trainer Sascha Österreich, die souverän die Meisterschaft in der Bezirksliga errang und in die Rheinlandliga aufsteigt, spielte diszipliniert und machte es dem Favoriten schwerer als erwartet, der aber nicht die Nerven verlor. So war der TuS Immendorf meist in der eigenen Hälfte eingeschnürt, aber letztlich auch gut gestaffelt. Und wer weiß, wenn die erste Immendorfer Chance gesessen hätte. Marvin Webers Schuss aus knapp 40 Metern hätte Rot-Weiß-Keeper Karl Leonard fast düpiert. Doch der reagierte herausragend, sodass am Ende bei Rot-Weiß die Null stand und Immendorf außer viel Lob mit leeren Händen dastand. Aber ohne Groll. Wir konnten ja jede Minute genießen hier. Für uns war klar, dass wir einfach feiern wollten. Das haben wir gemacht. Wir haben uns gut verkauft. Wir haben Werbung für den TuS Immendorf gemacht. Und das war, wenn es denn noch geklappt hätte und wir hätten vielleicht noch den Ausgleich hingekriegt, vielleicht auch noch so mal ein Schrittchen weitergekommen, wäre natürlich mega geil. Aber alles gut, alles gut. Da ist wirklich, da muss man sagen, der Stolz und den Spaß, den wir hier hatten, das überwiegt. Klar, ich kann schlecht verlieren, aber man verliert halt. Und dann 1-0, alles gut. Eine Einordnung, die auch der Präsident des Fußballverbandes Rheinland, Gregor Eibes, vornahm, der von einer gelungenen Pokalpremiere in seiner Amtszeit schwärmen konnte. Es war ganz toll heute mit fast 3000 Zuschauern, natürlich einer ganz besonderen Fangemeinde aus Immendorf, die hier richtig Stimmung gemacht hat. Ein faires Pokalfinale mit gutem Fußball, ein knapper Ausgang, der am Ende wirklich sehr, sehr knapp wurde, aber ich denke, es war verdient für die Rot-Weißen. Sie haben das Spiel bestimmt, hatten überwiegend den Ballbesitz und ich glaube schon am Ende war es verdient. Aber auch Glückwunsch an die Unterlegenen aus Immendorf. Sie haben heute gut dagegen gehalten. 3 Klassen tiefer ist ja schon eine Nummer, zumindest im vergangenen Jahr noch. Es war ein tolles Endspiel, ein tolles Ereignis. Wir können froh sein von Verbandseite her, dass wir das heute hier erleben durften. Die Fans aus Immendorf hätten sicherlich den Pokal verdient gehabt und damit den Einzug in den DFB-Pokal. Und welche Geschichte gibt es sonst noch zu erzählen? Zum einen leitete Schiedsrichter Fabian Schneider sein letztes Spiel. Im vergangenen Jahr musste er nach einer Verletzung die Leitung während des Pokalfinales abgeben. Für die meisten Rot-Weiß-Spieler und für den Trainer war es der letzte Auftritt für den Verein. Aber für den wünschen sie sich natürlich nur das Allerbeste. Ich wünsche Rot-Weiß einen Bundesligisten, der die Hütte hier wirklich voll macht und nach dem Spiel sagt, ihr dürft die Einnahmen behalten. Das Spieljahr für fast alle Seniorenteams im Fußballverband ist damit zu Ende. Und damit heißt es auch im Pokal. Nach dem Bitburger Rheinland-Pokal ist vor dem Bitburger Rheinland-Pokal. Es ist natürlich ein Riesenereignis geworden, insbesondere auch durch die Medienpräsenz, durch den Finaltag der Amateure. Es ist mir klar, dass es weiter die Diskussion um den Endspielort geben wird. Die müssen wir führen. Natürlich ist es bei dem Rahmen hier einfacher für uns zu gestalten, aber wir müssen sehen, wie es sich entwickelt, müssen eine Entscheidung treffen. Aber es wird das Ereignis im Fußballverband bleiben. Dafür werden wir gemeinsam mit unserem Sponsor und mit den Fernsehanstalten sorgen. Na dann, auf ins Spieljahr 2023/24. Und die nächste Auflage des Bitburger Rheinland-Pokal kann kommen.